Hallo Leute, Blind Spectator vor Yemi gewonnen und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Crusader Kings 3. Wir sollten ja auch noch für Kontrolle in Gemeinden sorgen. Ja, wir führen gerade Krieg gegen das Königreich von Midjistan oder so, ich weiß es nicht genau. Machst du das jetzt? Mehr Kontrolle in Gemeinden? Hallo? Hallo? Willst du das? Bitte? Irgendwie nicht. Wir brauchen hier halt auch immer noch den ganzen Teil hier. Und das ist nicht so einfach zu erobern, weil ich keinerlei Kriegsgrund gegen die Olle da oben habe. Also hilft wohl nur Anspruch auf Gemeinde fingieren. Wieder mal. Und das ist ein langsamer und schwerwiegender und zäher Prozess, das dann zu erobern. Wie stark sind die überhaupt? Nicht wirklich stark. Aber Verbündete haben sie ein paar. Der ist... Okay. Wir haben ein neues Kulturinteresse erforscht. Nämlich die Erbherrschaft. Ja. Können wir Erbteilung erlassen. Was wir natürlich nicht wollen. Domänenschwelle. Gemeinderat. Wirtschaftsgebäude, was kann das? Gutsherrschaft. Alle Wirtschaftsgebäude des Frühmittelalters. Ah ja. Prägerecht. Wir nehmen den Gemeinderat. Das klingt nicht verkehrt. Wobei, nee, warte, die Gebäude sind eigentlich geiler, ne? Wir sind jetzt auch schon wieder 40. Die Zeit verfliegt, ne? Wir werden alle nicht jünger. Auch im realen Leben, befürchte ich. Na, die wollen sich da nochmal wehren. Das wird denen nicht allzu viel Glück bringen im Leben. Tja, manchmal verliert man und manchmal verliert man, ne? Mein Mentor, okay, cool, die hat mir jetzt alles beigebracht, was sie kann. Bin ja auch schon besser, ne, ich bin gleich gut wie sie, tatsächlich. Ich hätte immer noch gern wieder einen Hexenzirkel, aber irgendwie steckt mir das keiner vor. Ich habe keine Anspannung, also lohnt sich das Katze streichen leider gerade nicht. Ach, es ist egal, Pet the Cat. Fette Cat, das ist wichtig. Ein Wandteppich ausgezeichneter Machart, ein berühmter. Berühmt war ja das Bessere, ne? Monatliche Tyrannei gibt es aber minus. Das ist doch schlecht für mich. Ach nee, Tyrannei ist ja nicht gut. Wir wollen ja auch keine Tyrannei, wir wollen Schrecken. Das sind ja zwei unterschiedliche Paar Stiefel. Die Frage ist, wo sollte ich sowas hinhängen? Ich meine, ich könnte stattdessen das Bärenfell wieder abhängen. Und dann ist der hier, ne? Ja. Wandteppich von Kaiser Salvador. Prachtbonus, monatliche Tyrannei und gibt halt Dynastiebekanntheit. Dynastiebekanntheit ist immerhin sehr gut, immer. Und hier, Brief, Finger.
Ja, mir fehlt ja immer noch zum Beispiel mein Wandschrank italienische Kultur, der mir einfach geklaut wurde. Der irgendwo bei einem meiner scheiß Vasallen rumsteht. An seinem Hofe. Was überhaupt nicht klar geht, ich glaube, der König von Italien oder so hat es. Eine Truhe von König Satan zum Beispiel gehört eigentlich mir, aber das ist tatsächlich nicht das. Die Ballade derer von Satan wäre auch wichtig, gehört auch mir. Ja. Ballade von derer von Satan wäre eigentlich echt gut. Ich kann keinen Agenten einladen dazu. Bringt das nichts. So, wie hier. Schauschrank von italienischer Kultur. Der gehört halt eigentlich mir. Und den hätte ich gerne wieder. Da könnte ich jemanden einladen, aber die lehnen alle ab. Kann überzeugt werden. Warum kann ich die nicht einfach? Kann ich die erpressen? Um dann mein Artefakt zu bekommen von ihr? Gibt es? Aber die ist halt eigentlich ein Freund von mir. Ist halt starkes Druckmittel, ne? Wir versuchen es mal, wir sind halt einfach kein netter Boy. Okay, ich habe ein Druckmittel gegen sie bekommen. Artefakt verlangen. Schauschrank. Achso, das hier kann abgebrochen werden. Aber ich krieg das ja offensichtlich sowieso. Und danach können wir sie auch gerne wieder positiv beeinflussen. Weil ich will nicht, dass die schlecht über mich denkt. Okay, sie hasst mich. Aber komm, Alter, der hat schon immer mir gehört. Das ist mein gutes Recht. Ich find's frech, dass es überhaupt zur Frage steht. Ne, warte, wir tun ihn dahin. Da stand er nämlich immer in dieser Ecke. Immer in dieser Ecke stand er. Kann ich ihr Geld schicken, damit sie mich dann wieder mag? Ah, dafür habe ich nicht genug. Ich verbinde den Krieg. Achso, stimmt, wir haben ja noch Krieg. Ganz vergessen, dass da oben ja Krieg gegen einen Zwerg stattfindet. Trinkkumpan. Jawohl, sie mag mich wieder, weil ich mit dir saufe wie ein Aff. Doch besser. Alter, wie sich diese Festung hier aber auch langzieht. Heilige Scheiße.
Salvador, diese Katze muss weg. Die hat eine Allergie gegen Katzen, die Keucherin. Aber die tut mir doch so gut. Du wirst damit schon leben können. Meide halt einfach die Räume, wo die Katze gerade drin ist. Ist doch nicht so schwer. Oh, jetzt haben wir da einen Anspruch auf die, aufs ganze Banat sogar. Dafür können wir unsere eben gewonnene Vasallin gebrauchen tatsächlich. Weil die da einen Anspruch drauf hat. Das ist nicht schlecht. Damit würden wir unser Ziel deutlich, deutlich näher kommen. Wir könnten da das ganze Banat erobern. Die ist verbindet mit 501. Okay. Verbindet mit 2253. Verbindet mit 109. Ah ne, das ist Waffenstillstand. Also eigentlich ist nur der 2200 irgendwas wichtig. Wir müssen jetzt kurz ein bisschen regenerieren. Du wirst damit leben müssen, dass es halt so ist. Alter, die ist ja. Die hat ja eine Menge Eigenschaften. Ah, wie sieht es eigentlich mit Byzanz aus? Heilige Scheiße, sind die halt stark. Na klar, noch ein 5000er Verbündeter. Alter, was ist hier unten los? Was zum Teufel ist das? Meine Fresse, ey. Jerusalem-Eroberung wird dieses Mal nicht stattfinden. Meine Fresse. 17.000. Oh, der hat geworfen. Das ist mein Backup-Sohn. Noch mein Main-Sohn. Der wirft nicht mehr. Die schwanger? Warum bist du nicht schwanger? Das geht so nicht. Hier muss was passieren, Junge. Dringendst. Muss da noch was passieren. Kann man nicht zu sechs zwingen oder so? Wir könnten den zu dem Gelübde auffordern. Würde er nicht akzeptieren. Aber der hier ist momentan halt auch nicht besser. Da muss noch was passieren. Müssen immer noch Truppen regenerieren. Achso, diesen Anspruch brauchen wir dementsprechend gar nicht mehr. Was waren Fraktionen? Nix, okay, das ist gut. Okay, wir haben gerade wieder einen Schwung bekommen. Zack. Krieg erklären. Ja, alle ausheben. Ich bin am Überlegen, ob ich direkt schon mal einen Verbündeten rufe oder so.
kostet viel. Der kostet wenig. Der hier hat ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Einfach damit wir nicht nochmal in so eine Misere reinlaufen wie letztes Mal. Bildung. Tja, gehen wir jetzt auf gläubig oder gehen wir auf Gesundheit? Wir machen Gesundheit, den Gesundheitszweig. Solange meine Söhne dann noch irgendwo im fragwürdigen Sphären unterwegs sind, was Kinderwerfen angeht, müssen wir da halt gucken. Der hier macht auch nichts. Könnt ihr nicht einfach mal knattern? Das ist doch nicht so schwer. Am besten eigentlich du, weil du der Einzige bist, der kein Keucher ist, Alter. Da ich werf mehr Kinder als meine Söhne. Zu kotzen. Immer diese Belger. Bulgarien ist ganz schön dick geworden. Aber dass hier diese Ecke hier braucht, ist halt echt kacke. Hier wehrt sich gar niemand. Die ist irgendwo anders im Krieg gerade oder so. Okay, mein Waffenstillstand mit meiner eigenen Vasallin ist geendet. Ich weiß nicht, ob mir das viel bringen wird. Jawohl. Da wird mir wieder Ehre erwiesen, das ist immer wichtig. Wir können hier eigentlich einmal die Armee halbieren. Nee. Okay, krank sein darf ich nicht. Meine Katze Flausch hat mir eine Schriftrolle zu Füßen gelegt. Die hat einen zweifelhaften Stammbaum. Ist ja toll. Zweifelhaften Stammbaum hat die also. Wo ich Ehebruch. Who cares? Oh, mein Sohn ist erwachsen geworden. Heiratet. Und hier passiert immer noch nichts. Und hier auch nicht. Aber der hat schon. Ach nee, das ist ja. Das zählt ja nicht.
denke ich. Kann meine Tochter in Vormund zuweisen? Ach so, weil meine Dings gestorben ist. Ratsspitzelin. Mörder. Bin nicht mehr krank, das ist gut, das ist wichtig. Und da oben der Krieg läuft eigentlich auch ganz gut. Ich meine, es ist eigentlich gar kein Krieg, weil kämpft hier niemand mit mir. Das ist ein tatsächlicher Feind? Ja, das ist ein tatsächlicher Feind. Der ist nämlich verbündet mit denen, die ich angreife. Tja, ich würde aber sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Crusader Kings 3 wieder. Mal schauen, wie es weitergeht. Bis dahin, haut rein!